Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder einen neuen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Und zwar handelt es sich bei diesem Glitch um die aktuelle Variante des Glitches, den ich ja bereits am Freitag für euch hochgeladen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Anfang dieses Glitches echt kacke ist und dass ihr an dieser Stelle echte Probleme bekommen werdet, da dieser Glitch wirklich ein fieses Timing-Ding hat. Und dabei ist das Ganze halt einfach Glückssache bzw. Timing-Sache, dieses Ding halt perfekt zu schaffen. Aber wenn ihr den Anfang eben einmal geschafft habt, dann könnt ihr euch wirklich am laufenden Band eure Autos duplizieren und das im Minutentakt. Und auch nur aus diesem Grund lade ich diesen Glitch überhaupt für euch hoch, denn wenn ihr diesen Glitch jedes Mal, nachdem ihr ein Auto dupliziert habt, wieder von vorne hättet machen müssen, dann würde ich diesen Glitch gar nicht hier erst hochladen. Aber kommen wir nun einmal zum Glitch, und zwar funktioniert dieser auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC, und ihr braucht für diesen Glitch einen eigenen MOC mit einem Fahrzeuglagerplatz hinten drin, und dort drin braucht ihr eben dieses Mal einen Sultan RS, denn der Glitch funktioniert leider nicht mit einem LG Retro Custom. Außerdem braucht ihr auf eurem Sultan RS ein eigenes Nummernschild, welches ihr euch über die iFruit App bestellt habt, denn sonst kann das Auto am Ende eine dreckige Kopie werden, die eben vom Anti-Cheat-System erkannt wird. Und zu guter Letzt braucht ihr dann eben noch ein paar normale LG RH8, die ihr eben opfern könnt, und da braucht ihr eben so viele von, wie ihr euch eben Autos verdoppeln wollt. So, fahrt jetzt als allererstes mal mit eurem Sultan RS zu eurem MOC und dann fahrt ihr ganz einfach mit dem Sultan RS in euren MOC rein. Seid ihr nun im MOC angekommen, da kommt jetzt auch schon der Teil des Glitches, der am schwierigsten ist und bei dem ihr garantiert einige Versuche braucht, bis das Ganze bei euch funktioniert. Und zwar setzt ihr euch nun in euer Auto und dann wartet ihr, bis der Motor des Autos an ist. Und wenn der Motor an ist, dann zieht ihr nun euer Handy und dann geht ihr schon einmal auf das Internet nach unten. Und nun müsst ihr die X-Taste drücken, um eben in das Internet zu gehen. Und dann drückt ihr direkt danach 3 bis 4 Mal die R2-Taste, um Gas zu geben. Und das müsst ihr wirklich richtig schnell hintereinander machen. Und wenn ihr das Ganze wirklich richtig schnell hintereinander gemacht habt und wenn ihr das Ganze halt auch richtig gemacht habt, dann seht ihr jetzt noch ganz kurz das Internet im Hintergrund und dann bekommt ihr einen schwarzen Bildschirm. Das Ganze hier an dieser Stelle ist wirklich ein fieses, fieses Timing-Ding und ihr müsst wirklich ganz schnell X, R2, 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 R2 spammen. Und dann sollte das Ganze nach einigen Versuchen auch wirklich funktionieren. Solltet ihr jetzt aber hier an dieser Stelle ganz normal nach draußen fahren oder ihr seid einfach ganz normal im Internet, dann habt ihr das Timing halt leider nicht richtig getroffen und ihr müsst das Ganze nochmal von vorne machen. Und wenn ihr nun eben alles richtig gemacht habt, dann spawnt ihr nun draußen vor eurem MOC zu Fuß und ohne das Auto, und nun müsst ihr dann ganz einfach wieder in den MOC zurücklaufen und gucken, ob der Glitch auch wirklich geklappt hat. Und das erkennt ihr nun eben daran, dass sich nun 2 Sultans übereinander in eurem MOC befinden. Sollten hier drinnen aber nun keine 2 Sultans sein, dann hat das Timing auch leider nicht gestimmt und ihr müsst den Glitch wieder von vorne machen. Wenn sich hier drin aber jetzt 2 Sultans im MOC befinden, dann müsst ihr nun ins Internet gehen und dort müsst ihr nun euren MOC bearbeiten bzw. umbauen. Und zwar müsst ihr euch hier nun die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt auf den Stellplätzen 2 und 3 kaufen für 955.000 GTA-Dollar. Habt ihr das Ganze nun gemacht, dann werdet ihr nun einen Blackscreen bekommen und dann werdet ihr ganz normal zu Fuß vor eurem MOC spawnen. Und nun müsst ihr eben zu eurer Garage fahren, in der sich eben der normale LG RH8 drinne befindet, den ihr eben für diesen Glitch opfern wollt. Seid ihr nun in der Garage angekommen, dann steigt ihr nun in den LG RH8 ein und dann fahrt ihr mit diesem ganz einfach nach draußen. Seid ihr nun draußen angekommen, dann fahrt ihr nun wieder zurück zu eurem MOC, und wenn ihr dort nun angekommen seid, dann steigt ihr nun aus dem LG RH8 aus und dann geht ihr hin und zerstört den LG RH8. Habt ihr das nun gemacht, dann müsst ihr jetzt nun ganz einfach wieder zu Fuß in den MOC gehen. Seid ihr nun im MOC angekommen, dann müsst ihr jetzt nur noch in den Sultan RS einsteigen, der sich eben noch im MOC drinne befindet, und dann drückt ihr jetzt hier an dieser Stelle die Pfeiltaste nach rechts, damit ihr eben den Sultan tunen könnt. Und nun müsst ihr eben irgendetwas am Sultan verändern, damit sich der Sultan auch schon das erste Mal dupliziert, und da würde ich euch eben das Nummernschild empfehlen, da dieses halt einfach das günstigste ist. Habt ihr das Ganze nun gemacht, dann steigt ihr nun aus dem Auto aus und dann verlasst ihr den MOC wieder zu Fuß. Und wenn ihr nun wieder draußen gespawnt seid, dann werdet ihr jetzt auch schon merken, dass sich ein duplizierter Sultan RS bei euch in der Nähe befindet und diesen müsst ihr jetzt nur noch abspeichern. Und das macht ihr nun, indem ihr das Auto wieder in die Garage zurückfahrt, in der sich eben zuvor der LG RH8 befand.
Und wenn ihr das Ganze nun gemacht habt, dann habt ihr nun auch schon das erste duplizierte Auto abgespeichert und nun könnt ihr direkt mit dem nächsten Sultan weitermachen. Und zwar müsst ihr dafür nun in den nächsten LG RH8 einsteigen und mit diesem ganz einfach nach draußen fahren und den Glitch wieder von vorne machen. Das heißt, ihr fahrt nun wieder zurück zu eurem MOC und wenn ihr dort angekommen seid, dann steigt ihr wieder aus dem LG RH8 aus und dann zerstört ihr ganz einfach den LG. Und danach geht ihr dann ganz einfach wieder zu Fuß in den MOC rein. Seid ihr nun im MOC angekommen, dann steigt ihr hier nun wieder in den Sultan RS ein und dort drückt ihr dann wieder die Pfeiltaste nach rechts, um eben den Sultan zu tunen. Und hier verändert ihr dann nun eben wieder irgendetwas am Fahrzeug, damit der Sultan sich nun auch schon das zweite Mal dupliziert. Habt ihr das nun gemacht, dann geht ihr nun wieder hin und steigt wieder aus dem Auto aus und dann lauft ihr wieder zu Fuß aus dem MOC raus. Und wenn ihr nun wieder draußen angekommen seid, dann werdet ihr nun auch schon merken, dass sich nun ein weiterer duplizierter Sultan bei euch in der Nähe befindet und diesen müsst ihr jetzt ebenfalls abspeichern und zwar müsst ihr mit diesem dann wieder ganz einfach zu der Garage fahren beziehungsweise diesen dann wieder in die Garage reinfahren, in dem sich eben der LG von gerade befand. Und nun könnt ihr den Glitch so lange machen, wie ihr wollt beziehungsweise so lange, bis ihr eben keine freien Garagenstellplätze mehr habt und wenn ihr eben genug Stellplätze habt, dann könnt ihr euch den Sultan sogar bis zu 50 Mal oder mehr duplizieren. Wichtig ist eben nur, dass wenn ihr eben komplett fertig mit dem Glitch seid, dass ihr dann euren MOC wieder umbaut, denn das Originalauto bzw. der Original-Sultan befindet sich immer noch hinten drin in eurem MOC. So, ich hoffe nun mal, dass ihr alle diesen Glitch verstanden habt. Macht ihn auf jeden Fall noch so lange, wie er noch funktioniert, denn ich denke mal, dass dieser Glitch auf jeden Fall heute Abend gepatcht wird, da ihr eben so viele Autos in so kurzer Zeit mit diesem Glitch duplizieren könnt. So, ich bin aber jetzt mal raus, habt auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.